Der hinten nimmt meine Katze und sie ist am Schlafen. Hi, ich bin wieder Tami da und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sehe vielleicht schon, dass das Video etwas länger ist und ich erkläre euch gerade, worum es geht. Und zwar geht es darum, ihr habt vielleicht auch die letzten, also über das Wochenende, Bang Bang Con geschaut. Und dann ist mir aufgefallen, und zwar haben die dort über ihre Most Beautiful Moments in Life geredet. Und ich habe das ziemlich schön gefunden, oder was sie unter dem verstehen. Ich habe das ziemlich schön gefunden und ich habe mir gedacht, hey, ich könnte das auch machen. Vor allem jetzt, wo halt Corona-Zeit ist, wo ein paar Menschen mit zuhause bleiben will, eben zum Beispiel wegen der Risikogruppe oder einfach, weil sie die meisten Leute, die sie zum Beispiel kennen, wohnen nicht bei ihnen in der Nähe und so. Und jetzt halt einfach ein bisschen mehr alleine ist, habe ich gedacht, es wäre doch mega cool, wenn ich ein Video machen kann mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die über ihre schönsten Momente in ihrem Leben erzählen. Und ich will mal sagen, wir fangen direkt an. Der glücklichste Moment in meinem Leben war, wo mein Vater meiner Mutter zugestimmt hat, dass ich ein Austauschjahr machen darf, oder besser gesagt nach Kanada ziehen darf. Weil ich wünsche mir das eigentlich schon seit der Sek, aber mein Vater hat das nicht cool gefunden. Und auch meine Mutter hat gesagt, dass ich seit Bets geschafft habe, dass ich den Bets-Abschluss auch noch machen sollte, neben dem Sek-Abschluss. Und ich probiere sie schon seit irgendwie eben eineinhalb Jahre lang zu überreden, dass ich nach Kanada gehen darf, dort anziehen darf, die Schule fertig machen und wenn ich es ins College arbeite oder dort meinen Berufsweg sehe, darf ich auch dann bleiben. Also ich muss nicht mal mehr zurück. Das hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich wünsche mir das schon so lange und irgendwie jetzt wird ein Traum von mir wahr. Das wird ein grosser Schritt für mich, ein Erwachsenenleben sein, weil ich meine, für mich ist es nicht schlimm, dass ich von meiner Familie weg bin. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Heimweh bekommt. Und für mich wird es auch etwas Neues sein, weil ich nicht mehr in einer Grossfamilie leben werde, weil wir sind ein Personenhaushalt. Das heisst, es ist eigentlich nie leislich, es ist immer eher ein bisschen laut und es wird anders sein, weil ich dort auch nur in einen 3-Personen-Haushalt komme, was ein Drittel ist von dem, was ich jetzt habe. Aber ich denke, das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Und ich freue mich schon riesig drauf. Mein most beautiful part in life ist, dass ich endlich Leute gefunden habe, die mich gerne haben, so wie ich bin. Und ich kann mir keine besseren Leute wünschen. Ich danke euch allen, die für mich da sind. Der schönste Moment in meinem Leben war, wo ich meinen Großvater wieder gesehen habe, nachdem er aus dem Spital gekommen ist, wo er einen Herzinfarkt hatte. Das war einer der schönsten Momente, weil ich liebe meinen Großvater über alles und er ist mir sehr wichtig. Und ich war einfach nur froh, dass er noch am Leben war. Heute zusammen, mein most beautiful Moment in meinem Leben ist nicht ein grosses Event oder eine Zeit in meinem Leben gewesen. Für mich ist es mehr viele kleine Momente, die zusammen für mich eine richtig schöne Zeit in meinem Leben ergeben. Und ich denke, der schönste Moment in einem Leben von einem Mensch ist etwas sehr Individuelles. Also jeder hat einen verschiedenen. Und bei mir ist es einfach so, dass ich ganz viele kleine Momente habe, die zusammen für mich einfach ein wunderschöner Moment sind oder halt ein toller Moment in meinem Leben. Und ja, ich denke, vielleicht in der Zukunft habe ich einen big moment oder einen grossen Moment, wo wirklich so großer Moment. Aber bis jetzt ist es immer ein kleiner Moment, wo wir immer wieder zeigen, wie toll das Leben ist. Oder zum Beispiel, ja. Definitiv ein sehr toller Moment in meinem Leben war, wo ich eine Lehrstelle bekommen habe, wo ich glücklich war. Und ja, aber ich denke, mein grosser Moment ist immer noch in der Zukunft. Und ja, danke vielmals Namida, dass ich halt dürfen mitmachen in diesem Video. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es tut mir sehr leid, wenn ich awkward war. Es ist das erste Mal, wo ich sowas in dieser Richtung mache. So, ich bin nochmal da, hi. Und zwar will eine Kollegin von mir, die kommt aus Thailand. Sie hat nicht ein Video können machen. Dafür hat sie mir einen Text geschickt und ich lese den Text jetzt für sie vor.
The most beautiful moment in my life is the first time I met you and I decided to make friends with you. You're the first friend who's a foreigner and I had a lot of fun to learn more English or to skill up my English. First of all, thank you very much. Thank you so much and thank you for sharing your most beautiful moment in life. And it was also great to make friends with you because you're the first, or I never had a friend that comes from Thailand. So yes, I send you lots of love to Thailand. Mein schönster Moment in meinem Leben ist gesehen, wo ich wundervolle Leute kennengelernt habe, die das gleiche Hobby haben, die auch gerne tanzen, die gerne Musik hören und so viele Leute kennengelernt haben. Mein schönster Moment im Leben. Ich glaube, ich habe wirklich nur einen. Also ich finde so, jeder Erinnerung und so ist immer etwas Schönes dabei. Und darum habe ich glaube nicht einen genau. Aber ich glaube, so Sachen, die mir jetzt sehr viele schöne Momente gebracht haben, Erinnerungen, ist glaube ich, als ich in das ganze Cable-Fan reingekommen bin. Also in der ganzen in so in Zürich. Weil ich habe durch das so viele Leute kennengelernt, die ich wirklich mehr wertschätze, weil sie mich nicht judgen, auch wenn ich wie der komischste Sieg rumrenne und irgendwelche Crackhead-Sachen mache. Und ich bin halt über das mega froh. Und halt auch, dass du noch mal nicht mehr hingehst, du weißt, du kannst einfach dich selber dort sein, es juckt niemand. Und ich finde das halt auch mega schön und ich bin ich bin mega dankbar, dass ich dort in die ganze Community reingekommen bin. Und ich finde es so schön dort. Und eben halt durch die ganzen Menschen, die ich dort kennengelernt habe und jetzt auch wertschätze. Und ja, ich glaube, das sind so meine schönsten Momente. Aber eben, ich schätze eigentlich fast alles in meinem Leben, weil ich finde, jeder Moment, auch wenn es traurig ist, du wirst etwas daraus lernen. Und ja, es ist einfach eine Erinnerung, die man behalten sollte. Und wertschätzen. Also mein so best moment in life würde ich bis jetzt. Also das, was mir als erstes gefällt, ist auf jeden Fall BTS Tour 2010. Speak Yourself, also Love Yourself, Speak Yourself in London. Also schon Zeit, ich weiß nicht. Im Wembley Stadium. Und ja, ich mega glücklich, dass ich es geschafft habe, Tickets zu bekommen. Und ich bin dann mit meinem Vater ja nach London geflogen für 3 Tage. Und es war auf jeden Fall mega toll gewesen, so als K-Pop-Stan, so die erste wirklich Konzerterfahrung und auch allgemein die erste größere Konzerterfahrung. Und das kommt international und halt BTS, wo halt wirklich auch mega bekannt ist. Es ist so eine geile Erfahrung. Ich meine, Wembley Stadium ist, soweit ich weiß, eins der größten Stadien auf der Welt. Und gerade dort so eine geile Erfahrung zu machen, ist schon hart krass. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und auch so viel Spass gehabt. Unter anderem auch, ich bin am zweiten Tag bin ich am Konzert gewesen. Und wie eventuell ein paar von euch wissen werden, haben wir dann ein Surprise-Event gehabt, also wo wir die Members überrascht haben, am Schluss, wo wir Young Forever gesungen haben, Members, und es ist sehr emotional gewesen. Und so, ehrlich gesagt, habe ich manchmal wirklich das Gefühl, so, das war für mich ein Traum gewesen, oder nicht real. It was, and it was freaking amazing. Oh ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass man so Momente im Leben hat, ist jetzt nicht selbstverständlich. Und ich bin immer noch unglaublich froh, dass ich die Erfahrung dürfen machen durfte. Und ja, ich glaube, darum ist das so mein best moment in life. Hey ja, Leute da draussen. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen müde aussehe, weil wir haben jetzt auch schon wieder 11 Uhr.
Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Namita hat mich gefragt, was mein schönster Moment in meinem Leben ist. Und da kann ich einfach sagen, mein schönster Moment in meinem Leben war der, wo ich mich geoutet habe, als schwul, und wo ich einfach meinen Style entdeckt und wo ich einfach konnte mich selber akzeptieren und einfach so sein, wie ich bin. Und das ist einfach nochmal ein Aufruf an alle da draussen, seid so sein, wie ihr seid. Und dann findet ihr euren schönsten Moment im Leben, oder dann findet ihr einfach zu euch. Genau. Das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Ich weiss nicht, ich kann nicht sagen, ob ich einen bestimmt schönsten Moment hatte in der. Aber ich würde mal sagen, der schönste oder the most beautiful moment in life, in meinem Leben, ist, glaube ich, bis auf vielleicht ein Punkt. Ich würde sagen, der letzte Sommer, so von Juli bis August. Es ist zwischendrin etwas recht nicht so cooles passiert, sagen wir mal so. Aber allgemein alles, was so passiert ist, ich würde schon sagen, am Juni. Es sind zwar zwischendrin ein paar Sachen passiert, die nicht so cool waren, aber einfach, wie viele Menschen ich kennenlernen durfte, das BTS-Konzert, Jamboree, einfach all das, was in dem Sommer passiert ist, also im letzten, ist für mich einer der schönsten Momente in meinem Leben gewesen. Zum Beispiel alle die coolen Leute, die ich am BTS-Konzert kennenlernen durfte. Einfach das BTS-Konzert an sich war mega schön gewesen. Dann in dem Sommer, wo ich bei der Anushka gewohnt habe, wie wir jeden Tag uns mit anderen coolen Leuten getroffen haben. Oder auch, wie ich mit mir bis am 11 Uhr mit Finn und Amy und Jordan gegangen habe. Ah ja, und Sarah natürlich. Einfach so Sachen sind für mich mega schöne Momente. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich habe einen bestimmt schönsten Moment. Einfach, ich würde sagen, der letzte Sommer. Eben, wie gesagt, es sind zwischendrin auch Sachen passiert, wo ich mich wirklich nicht gerne zurück erinnere, aber ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, dass es wie Sachen gibt, auch wenn dumme Sachen passiert sind, dafür sind umso geilere Sachen passiert. Ja, eben dann nachher das Jamboree, wie ich dort noch mega viele coole Leute konnte treffen, mit denen ich zum Teil jetzt noch Kontakt habe. Also eben, ich würde sagen, Sommer 2019 ist mein most beautiful moment in life. Bis jetzt. Oder einer von den most beautiful moments in life. Eine schöne Erinnerung war, als ich meine Katze zum ersten Mal gesehen habe und auch in den Arm heben und nachher natürlich auch zum Katz heine. Einer von den besten Momenten, die ich in meinem Leben hatte bis jetzt, ist das Battle, das ich begangen habe. In Solothurn mit dem Kollegen CMB. Es war einfach ein 7 to Smoke Battle. Es war gegen Oktober 2019 gewesen. Und das ist jetzt bis jetzt eines meiner besten Battles gewesen, würde ich sagen. Obwohl ich nicht einmal die Pre-Selection geschafft habe. Bruh. Was mir so gut an diesem Battle gefallen hat, ist, dass ich mit Kollegen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, wieder auch vereinen konnte. Und ich habe neue Kollegen an diesem Battle können machen und kennenlernen, wie zum Beispiel The Little Prince und The World. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen gekauft und hier sind ein paar Ausschnitte vom Battle. Yeah.
Hello everybody, my name is Ladina, also known as Orisha or Uzli or whatever you call me. And I'll try to answer the question, what is my happiest moment in life? So for me, answering this question is pretty much impossible. I do have things that are make me happy all the time. For example, scouts, where I meet new people, where I hang out with people, where I have sentimental moments, emotional moments, moments I cry, moments I laugh, where I'm truly happy. But they're not the most happy moment in my life or the most vulnerable moment in my life. In summer last year, I've spent about 2.5 weeks in America in a scouts camp. And that could be the happiest moment of my life, or one of them. Because I met a lot of people. I met Namita there. We hung out a lot. We were talking in the middle of the night about something, whatever. On the other hand, very important for me is loving myself, supporting myself, adoring myself. Being okay with me, because I went through a lot of struggles. I still struggle, but I think that's what makes me happy. Being okay with myself. My happiest moment could be truly loving myself, truly being okay with who I am. Or my happiest moment could be meeting Namita in scouts camp, going to scouts camp, planning to go to another scouts camp with Namita, or going to camps with other people, going on holidays, exploring the world. But I don't think that I've had my happiest moment, and I honestly don't think that there ever will ever be my happiest moment in life. And honestly, in the end, I think my happiest memory should be my whole life. I will here make that promise to myself that I will make my life the happiest moment for me, as a person, as a human being, as a thinking being. I want my life to be the happiest thing that I've ever experienced. I hope that answers the question tiny little bit, hopefully. Ihr habt jetzt so viele Geschichten und so viele Momente gehört. Schreibt doch, wenn ihr das Video bis dahin geschaut habt oder wenn ihr so viele Fall wollt. Schreibt eure most beautiful moment in life oder eure schönste Erinnerung oder euer schönster Moment oder einer von den schönsten Momenten in die Kommentare. Das würde mich mega freuen. Es würde sich auch andere Leute freuen, das zu lesen. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund geblieben und ihr bleibt auch weiterhin gesund. Eben, vergesst nicht liken, abonnieren und wenn ihr wollt, dürft ihr das Video auch gerne teilen. Das würde mich mega freuen und es würde mir auch mega weiterhelfen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!